Hallo und herzlich willkommen zu Tony Outdoor Gear. Im heutigen Video geht es um Trekkingnahrung von der Firma Tactical Foodpack. Wir werden nach dem Intro diese Tactical Foodpack Trekkingnahrung ausprobieren. Heute werden wir Spaghetti Bolognese Beef probieren. Aber es gibt zig andere Geschmacksrichtungen von denen. So, ich filme es jetzt noch ein bisschen näher, damit man die Unterschiede sieht. Ja. Der große Vorteil von dieser Trekking-Nahrung ist einfach die leichte Zubereitung und Haltbarkeit. Also so eine Packung, Inhalt wiegt 115 Gramm und hat 542 Kalorien bei Beef Spaghetti Bolognese. Also wie ihr seht, zum Beispiel oben steht das Mindesthaltbarkeitsdatum bis 10.02.2030. Ich habe das seit ein Jahr, also 9 Jahre haltbar, wahrscheinlich schon noch länger. Das hier ist bis 29 und das hier ist bis 30. Also wirklich recht lang, und ich denke mal, wenn MHD abgelaufen ist, wenn man das vorsichtig testet, ist es wahrscheinlich noch länger haltbar. Vielleicht noch zu erwähnen, also es ist sehr, sehr einfach zuzubereiten. Man reißt diese Tüte hier auf. Ja. Tut man aufreißen, man tut sie ein bisschen auseinanderziehen, also breiter stellen. Man nimmt 300 Milliliter Wasser, bringt es zu kochen und tut es quasi in die Tüte rein, und es dauert circa 8 Minuten, also man tut es einmal umrühren, oben wieder verschließen, hier kann man wieder verschließen und 8 Minuten abwarten, dann kann man das genießen und essen. Also recht einfach. So eine Packung kostet zwischen 7 und 10 bis 12 Euro, je nachdem, was man da kauft und wo man es kauft. Aber wie gesagt, also es ist für jemanden, der länger irgendwie unterwegs ist, also bei Trekkingtouren, wenn man 2-3 Tage unterwegs ist und man reist alleine, dann zählt, glaube ich, jedes Gramm, das wissen wahrscheinlich alle, die solche Touren unternehmen, dann zählt wirklich jedes Gramm, was man in dem Rucksack trägt. Dann ist sowas auf jeden Fall von Vorteil. Also ich kann es da wirklich empfehlen. Das ist natürlich preislich höher, aber sehr einfach gemacht. Man kann auch von der Firma Tactical Foodpack gibt es auch so Tütenpackungen zum Erhitzen. Da braucht man nur kaltes Wasser. Das ist quasi so ein Beutel. Man tut diesen Beutel da rein und dann tut man kaltes Wasser rein und wartet dann 10-15 Minuten, dann ist es warm. Dann kann man es auch essen, also ohne irgendwie Gaskocher oder Hobokocher. Diese Beutel kann man, glaube ich, steht drauf, bis zu 10 Mal wiederverwenden. Ich habe die Erfahrung gemacht, als so bei 8 Mal hat es ewig lang gedauert, aber es hängt wahrscheinlich auch davon ab, ist es Winter oder Sommer. Weil natürlich im Winter braucht es mehr Energie, bis es wirklich heiß geworden ist. So, also wie gesagt, auf Touren kann ich sowas auf jeden Fall empfehlen. Es gibt sicherlich auch Möglichkeiten, sowas selber zu machen mit einem Dörrautomaten. Das habe ich auch gemacht. Kann ich euch auch zeigen bei Interesse. Und es gibt noch einfache Möglichkeiten, sowas zu machen. Aber ich kann mir vorstellen, sowas ist es für jeden, also der längere Touren unterwegs ist, derjenige, der sich nicht viel beschäftigen will mit Essen zubereiten, vorbereiten,
einfach Tüte in den Rucksack rein und mitnehmen und zubereiten und genießen. Also auf jeden Fall einfache Möglichkeit und vielleicht noch zu erwähnen, es ist auch gut zum Bevorraten, vor allem wegen der MHD, also wie gesagt, das ist meistens zwischen 8 und 10 Jahren, wo es haltbar ist. Und man kauft es und kann es einfach hinlegen, irgendwo lagern und die nächsten 8 bis 10 Jahre muss man nichts machen. Wir werden das jetzt gleich testen. Wir werden 300 Milliliter Wasser zum Kochen bringen. Das machen wir jetzt mal mit Gaskocher, mit Butangaskocher. Und dann werden wir es mal schauen, wie es schmeckt. So, es ist nochmal vielleicht was Wichtiges zu erwähnen zu der Tactical Foodpack. Die Firma kommt aus Estonien und die tut herstellen für die estonische Spezialeinheit Essen. Also diese eine Tactical Foodpack habe ich von meinem Kumpel EduCamp bekommen. Die restlichen habe ich selber gekauft. Er hat sie mir empfohlen. Er benutzt es schon länger und er ist sehr, sehr oft Wochen unterwegs im Outdoor-Bereich. Und er schwört auf diese Tactical Foodpack Nahrung. Er ist sehr, sehr zufrieden damit und er hat es mir empfohlen. Deswegen werde ich es jetzt mal selber testen, selber verkosten und schauen, wie es schmeckt. So, jetzt gehen wir mal zum Testen. So, jetzt fangen wir mal an das Zubereiten. Wir brauchen, wie gesagt, 300 Milliliter Wasser. Möglichkeit zum Kochen. Tun wir mal das Wasser hier rein. Und wir stellen das zum Kochen drauf. Es ist sehr knapp, aber ich denke mal, es würde gehen. So, das dauert jetzt hier für euch, wird es ein paar Sekunden sein. Für mich dauert es wahrscheinlich ein, zwei Minuten, bis das Wasser kocht. Bis das Wasser gekocht hat. Machen wir mal das Päckchen auf. Also man reißt es quasi hier auf. Geht sehr einfach. Und wir blicken kurz da rein, wie es da drinnen aussieht. Da ist schon mal was dabei. Sieht es jetzt quasi aus in dem Beutel. Ich hoffe, man kann es sehen. Das hier ist nicht zum Essen. So, Wasser ist fast fertig. Warte noch ein bisschen. Und dann können wir es gleich weitermachen. So, das Wasser ist fertig. Hat schon gekocht. So, jetzt tun wir das quasi hier rein. So sieht es jetzt aus. Ich hoffe, man kann es erkennen. Jetzt tun wir es ein bisschen umrühren. Also riechen tut es richtig gut. So, jetzt machen wir es nochmal zu. Und jetzt warten wir 8 Minuten, bis das abgelaufen ist. So, dann melde ich mich wieder. Bis dann. So, die 8 Minuten sind rum. Jetzt schauen wir mal. Probieren wir mal, wie es schmeckt. Das Tactical Food Pack Beef Spaghetti Bolognese. 115 Gramm. 542 Kalorien, also der Inhalt quasi eine Portion
hat 115 Gramm. So, schauen wir mal. Machen wir mal auf. Drehen wir jetzt die Kamera ein bisschen nach unten, damit ihr was seht. So, ich hoffe, ihr könnt da was sehen. So, so sieht es aus. Riechen. Ja, sehr gut. Konsistenz auch gut. So, jetzt. Also, es ist auch Fleisch drinnen. So sieht es aus. Ich probiere es mal. Ja, schmeckt gut. Also, ich hoffe, ihr könnt es sehen. So sieht es aus. Es riechen tut es gut. Also nicht irgendwie künstlich. Also man kann das Gemüse und das Fleisch rausschmecken. Die Spaghetti sind oder diese Teignudeln sind durch. Also schmeckt echt lecker, muss ich sagen. Also ich kann es weiterempfehlen. So. Wie gesagt, das war jetzt das Trekking-Nahrung von der Firma Tactical Food Pack. Beef Spaghetti Bolognese, 115 Gramm, 542 Kalorien. Also sehr einfach zuzubereiten. Man reißt es hier auf, macht auf, tut diese Beutel raus, was nicht essbar ist. Man tut sich 300 ml Wasser zu kochen bringen und schüttelt es rein, umrühren. Den Verschluss hier einmal zumachen, man wartet 8 Minuten, danach kann man es verzehren. Also schmecken tut es richtig gut. Also natürlich, die Geschmäcker sind ja verschieden. Nochmal vielen Dank an EduCamp, top Empfehlung, bin sehr zufrieden. Also ich kann die Marke Tactical Food Pack wirklich empfehlen. Wenn ihr weitere Interessen habt an Trekking-Nahrung, ich kann auch andere Sachen noch testen oder andere Geschmacksrichtungen von Tactical Food Pack oder von Travel Ranch oder anderen Herstellern. Und wenn ihr Interessen habt, kann ich euch zeigen, wie man selber Trekking-Nahrung macht. Dann ist es um einiges billiger, also etwas Simples zu machen. Dann ist man vielleicht unter 2,50 Euro, 3 Euro, sogar weniger, also um die 2 Euro kann man sich sowas Ähnliches zubereiten. Aber es ist halt nicht so lang haltbar wie das hier. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie bitte in die Kommentare. Ich werde sie so gut wie möglich beantworten. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, das hier ist viel zu teuer. Es ist auch teuer. Aber wie gesagt, von mir erwähnt, wenn man mehrere Tage Touren irgendwo in Berge unterwegs ist, man trägt Rucksack, sein Zelt, Schlafsack, alles Mögliche, dann zählt wirklich jeder Gramm. Und von dem hier 10 Packungen wegen 1,2 Kilo oder 1,3, das hier ist glaube ich 115 Gramm quasi Nettoinhalt. Das ist quasi, was das Essen gibt. Auf jeden Fall für lange Trekkingtouren echt empfehlenswert. Und natürlich, wenn jemand das nötige Kleingeld hat, kann man sich sowas bevorraten. Es gibt auch Wochenrationen, glaube ich, von Tactical Food Pack, Monatsrationen. Es gibt sehr viele Shops, die sowas anbieten. Wenn ihr Interessen habt, kann ich auch Shops verlinken. Also wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, kann ich euch zeigen, wie man das selber macht. Es gibt auch Möglichkeit, zum Beispiel jetzt, wenn man Spaghetti Bolognese selber gemacht hat und man nimmt sie dann in den Dörrautomat reinstellt, dann dauert das ca. 12 Stunden. Zwischen 10 und 12 Stunden, es kommt natürlich immer auf den Dörrautomaten, bis das komplett trocken ist. Und dann kann man das abwiegen, zum Beispiel jetzt man nimmt 300 oder 400 Gramm, es kommt darauf an, wie viel man essen will. Man wiegt es ab, tut es dann dehydrieren, wiegt es nach und das quasi nachher, was weniger wiegt, muss man quasi nachher Wasser dazugeben, also gekochtes Wasser, und dann hat man ungefähr das gleiche Ausgleichsgewicht. Und man macht ja Spaghetti Bolognese zum Beispiel, keine Ahnung, selber, wie man es mag. Kann sein, dass hier schmeckt jemand den anderen nicht. Auf jeden Fall, also von mir einen Daumen nach oben. Schmecken tut's gut, einfach zuzubereiten.
Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, stellt sie bitte in die Kommentare. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Euer Toni. Ciao.